erleuchtend erzählt. Ich bin die Maria Bischof. Ich bin die Obfrau von unserem Verein Wiederwertvoll, da in Friedberg. Und ich bin auch die Geschäftsführerin von unserem Shop Wiederwertvoll, Secondhand Boutique und Kunsthandwerk. Also in der Story von Wiederwertvoll und von unserem Verein geht es eben um das, dass wir drei Schwestern sind, die vor ein paar Jahren mit unseren Ehemännern den Gedanken gehabt haben, hier bei uns in unserer Region bzw. in der Stadt, in der wir leben, also da in Friedberg, eine Plattform schaffen wollten, wo eben regionale Kunsthandwerker oder Hobbykünstler eine Plattform haben, selbst produzierte Waren also anzubieten und zu verkaufen. Der Gedanke ist eben daher gekommen, dass wir gesehen haben, dass ganz viel kreatives Potenzial da ist. Das haben wir auf den sozialen Medien beobachtet, wie viele Menschen eigentlich kreativ sind und Dinge produzieren und in Online-Shops und über Instagram coole Dinge verkaufen. Und uns hat immer gefällt, dass man diese Produkte angreifen kann, dass man sie spüren kann, dass man sie betrachten kann. Und deshalb haben wir uns gedacht, man muss doch irgendwo die Möglichkeit haben, das auch haptisch zu erfahren. Und da war eben der Gedanke da, dass wir einfach im Zentrum unserer Stadt, da war also ein Leerstand, und da haben wir uns dann gedacht, da machen wir jetzt dieses Geschäft. Unser zweites Standbein bei Wiederwertvoll ist eben die Sparte Secondhand-Bekleidung. Da geht es eigentlich darum, dass wir Schwestern eben durch unser Alter und durch unsere Einkaufserfahrung eben gemerkt haben, dass sie dieses Einkaufsverhalten, der in den letzten 20 Jahren einfach so extrem verändert hat, und wir wollen einfach mit dem Secondhand-Gedanken den Kleidungsstücken eine längere Lebensdauer geben. Wichtig für uns war einfach, wir haben uns gedacht, wie wollen wir einkaufen? Und nach diesen Kriterien haben wir dann diesen Laden eingerichtet. Siehe da, es gibt Menschen, die ähnlich ticken, und deshalb funktioniert's. Also das, ich glaube, was meinen Karriereweg prägt, durchgängig ist einfach das, dass ich immer das Gefühl haben muss, dass mir die Tätigkeit Spaß macht, dass es mir Spaß macht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die ich mir in mein Team hole. Beziehungsweise auch da jetzt im Geschäft, wir wollten uns einfach mit Kreativen umgeben, und siehe da, es gibt so viele, die kommen und bringen klasse Sachen, und man tauscht sie aus, und das sind eben diese Momente, die immer wiederkehrend immer viel Energie bringen. Wer hat mich inspiriert? Wer hat mich erleuchtet? Grundsätzlich glaube ich, dass jeder Mensch, mit dem er eine Beziehung hat oder mit dem er sich beschäftigt, kann einen in irgendeiner Weise inspirieren. Zur Selbstständigkeit inspiriert hat mich auf jeden Fall meine Taufpatin. Die hat selbst einen Gastronomiebetrieb aufgebaut in der Region. Hat immer zu mir gesagt, Maria, du musst dich selbstständig machen. Warum willst du für wen anderen arbeiten? Arbeit für dich. Und das war natürlich immer irgendwo der Hintergedanke, dass ich mir gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht? Und mein Cousin hat mich geprägt, bei dem habe ich immer das Gefühl gehabt, der traut sich was zu, der hat keine Angst, der macht einfach, was einem Spaß macht. Das war mein Vorbild, und so habe ich mir gedacht, mach ich es auch. Erleuchtend erzählt, gefällt mir, dass ihr als Schülerinnen keine Berührungsängste gehabt habt, irgendjemanden anzuschreiben, und ihr euch so professionell präsentiert habt. Da war das für mich eine Riesenehre, dabei zu sein. Und ihr habt mir die Einladung genau zu einem Zeitpunkt geschickt, wo es bei uns im Team relativ turbulent zugegangen ist. Und da hat man dann manchmal das Gefühl, man macht ja wirklich alles falsch. Und dann ist eben die Einladung gekommen,
Und ich habe mich so geehrt gefühlt, was? Da gibt es jemand, der sich für mich interessiert. Also, vielleicht mache ich doch nicht alles falsch. Diese Lampe, das ist ein Familienerbstück. Ich glaube, das war die Lampe, die mein Papa schon in seiner Jugend gehabt hat, auf seinem Schreibtisch, wie er noch Schüler war. Und mir war die Lampe nie wichtig. Sie steht bei uns herum und sie hat eigentlich nie so eine richtige Verwendung gefunden. Und wie ich dann die Einladung gekriegt habe, bei diesem Storydate mitzumachen, habe ich gedacht, oh ja, jetzt kriegt diese Lampe ihre 15 Minutes of Fame. Und deshalb diese Lampe.